Moin und herzlich willkommen, ich bin Flo und wir spielen heute Age of Wonders 4 und spielen mit unseren munteren Halblingen, haben Briswick, unsere Hauptstadt. Viel habt ihr nicht verpasst, wir haben unseren ersten Kampf erfolgreich abgeschlossen und, oh, okay, die Spaltung überwinden, einen Vasallenpakt mit Penwick sollen wir uns holen. Es ist so ein bisschen noch Tutorial-mäßig, diese Kampagne. Das ist eine vorgefertigte Kampagne und eine vorgefertigte Volk. Aber ich glaube, das ist für den Start ganz gut. Wie ihr wisst, mein Großverwalter war nicht alle von uns munteren Halblingen weise genug, euch nach Briswick zu folgen. Einige hatten Angst vor der Magie, die der Älteste euch, unserem Großverwalter, übertragen hat. Sie bleiben bei Elin Strassford, um selbst Penwick zu gründen. Ja, sie blieben. Wirst du Penwick aufsuchen und ein Bündnis schließen und den munteren Halblingen wieder zusammenführen? Ja, ich denke, das ist unser Ziel. Können auch böse sein. Das möchte ich aber nicht. Von daher machen wir das natürlich. Gut. So. Dann können wir eine weitere Provinz annektieren. Das ist ja wirklich richtig stark. Wir haben jetzt schon zwei Farmen. Die Frage ist, was wir als nächstes bauen wollen. Ich denke, wir könnten dann ganz gut zwei Steinbrüche für den Grobschmied, das wäre noch mehr. Davon eine Försterei für die Bibliothek. Ich finde Wissen gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir können uns eine Försterei holen. Gibt es irgendeinen Bereich, in den wir gehen wollen? Aha. Was gibt denn die Försterei? Die gibt immer zwei Nahrung und drei Produktion. Ja, gut. Interessant. Ich könnte natürlich hier die Försterei bauen, dann diesen Mana-Knoten befreien und kriegen wir 10 Mana. Ich glaube, das mache ich so. Hier wäre aber auch eine Farm richtig. Ah, ne, hier wäre die Farm nicht so gut, weil der Sumpf den Bonus vom Fluss abzieht. Von daher, ja, hole ich mir hier die Försterei. Ein kleines Monster versteckt. Das sind sowas wie Barbarencamps. Das ist aktuell noch schlafend. Kann ich das irgendwie... Was ist denn hier noch für eine Ressource? Gold, okay. Das ist auch gar nicht so stark. Ich weiß gar nicht. Ich will nicht auf die Armee. Ah, da. Plagen, genau. Ja. Genau, das wollte ich sehen. Die ist in 9 Runden aktiv. Okay, dann werden wir uns darum kümmern. Ich denke, wir können diesen Kampf annehmen. Dann gehen wir mal hier hin. Und kämpfen hier. Schauen wir mal an, was der automatische Kampf machen würde. Wir treten an gegen einen Blumenstachel und einen umrankten Diener. Automatischer Kampf führt einfach zu einem Sieg. Und ich glaube, das ist auch erstmal gut, wenn wir das so nehmen. Man kann sich die Wiederholung ansehen. Finde ich auch eigentlich ganz spannend. Dann kann man ein bisschen was lernen, was die KI so macht. Kann da, glaube ich, auch die Geschwindigkeit einstellen. Genau, machen wir zweifach. Oder vierfach sogar. Okay, hier wird erstmal geheilt. Sehr gut. Okay, noch mehr geheilt. Okay, da wird angegriffen. Der Bogenschütze ist aber sehr offensiv gestellt. Ja, spielt ein bisschen offensiver als wir eben. Und fast nur mit den Pikenieren wird gekämpft. Alles klar. Aber das ist auch, glaube ich, ein eher leichterer Kampf. Wow. Gut. Das lief doch bei denen. Wir haben eine Stadt gewonnen. Nicht Stadt gewonnen. Wir haben den Kampf gewonnen. Wir kriegen 63 Mana. Wir haben diesen Mana-Knoten befreit. Das heißt, wir kriegen jetzt auch die 10 Einkommen. Und wir haben den Visier der Fernsicht. Gewährt plus eine Verteidigung und plus eine Sichtweite. Das können wir hier ausrüsten. Aktuell haben wir nur den einen Helden, aber man kann sich auch noch mehrere holen. Und dann würde ich sagen, bleiben wir auf diesem Feld, weil dadurch
Irgendwo sieht man's. Heilen wir nämlich mehr. Genau. Im verbündeten Gebiet kriegen wir plus 25 Heilungspunkte. Und im fremden Gebiet nur plus 5. Von daher würde ich sagen, bleiben wir mal dort. Wir können uns eh nicht weiter bewegen. Gut. Dann unser Speer. Sammelt man noch hier ein bisschen Mana ein. 46. Vater Eiche, Eiche. können hier diesen Straßen folgen. Dort ist der Untergrund. Ja. It now needs to be explored before it can be claimed. Though only armies led by a hero can explore ancient wonders. Okay. Das ist also auch ein weiteres gutes Ziel. Wir können diese Vatereiche explorieren. Boah. 5 Imperium, 15 Nahrung, 15 Produktion, minus 5 Stadtstabilität. Und es gibt Mana und Wissen pro Försterei im Gebiet dieser Stadt. Okay. Das ist cool. Da möchte ich auf jeden Fall hinwachsen. Das heißt, vielleicht sichern wir uns den Weg hier. Es ist aktuell besetzt. Wir haben einen fairen Anspruch darauf. Müssen wir gucken. Also, ich glaube, das ist dann diese Provinz und noch eine Provinz. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so weit wachsen können, aber das wäre mein Ziel. Wir können natürlich auch eine neue Stadt gründen. Das kann man mit einem Helden machen. Mal sehen. So, und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Stadtruinen. Ruinen einer Stadt. Ah, die kann man einfach wieder aufbauen für weniger Imperiumskosten als eine neue Stadt. Oh, interessant. Das gucken wir uns mal an. Vielleicht gründen wir dann hier einfach dadurch eine Stadt. Und ich möchte mal kurz in den Untergrund. Denn die Welt ist nämlich aufgeteilt in ja, die den Übergrund und den Untergrund. Wir erhalten 79 Imperium da durch. In den Tiefen des Tals stößt deine Schweren auf ein großes Gebiet mit überwucherten Ruinen. Was inzwischen großteils von der Natur zurückerobert wurde, muss einst die blühende Stadt einer großen Zivilisation gewesen sein. Doch unter der friedlichen Oberfläche gärt immer noch eine machtvolle Verbitterung. Du spürst, dass es Geister gibt, die das uralte Leid, das hier geschah, immer noch beklagen. Die Ruinen wären ein wunderbarer Ort, um eine Stadt zu gründen, damit die belastete Vergangenheit einer neuen Zukunft weichen kann. Wir können darüber nachdenken. Wir können uns mit den Geistern anfreunden. Das würde dazu führen, dass wir eine Nymphe erhalten. Oh, das wäre schon ziemlich geil. Oder wir verlieren eine Naturaffinität. Boah. Ich glaube, ich versuche das einfach mal. 50-50 Chance. Yes! Haha! Ja, super. Wir erhalten die Nymphe. Oha. Coole Einheit. Schauen wir uns die mal an. Oh ja, das sieht doch geil aus. Toll. Stufe 3. Genau, unsere Einheiten haben auch Stufen. Ist eine Unterstützungseinheit. Die kostet uns... die kostet uns 20 Mana. Ja, gut. Aber sie ist natürlich bockstark. Hat den Giftstoß verführen. Mhm. Damit könnten wir... andere Einheit steuern, hat Revitalisieren und den Verteidigungsmodus Abwehr. Mit ihr würde ich dann mal zurückziehen zu unserem Hauptarmee-Stack. Ja, und du... Wie komme ich denn in den... Ah, nicht genügend Bewegungspunkte. Nächste Runde können wir da mal reinduschern. Cool. Und wir haben jetzt... Ah, okay, gut. Ich glaube, der Plan ist relativ klar. Und hier sehen wir auch die Siegbedingungen. Es gibt den militärischen Sieg. Ja. Den Expansionssieg. Und den Magiesieg. Und wir haben einen Pantheon-Auftrag. Aha, der Vasallenpakt mit Penric. Ja. Gut, aber der ist ja auf dem Weg. Kooperationspakt. Wir könnten jetzt unser Imperium ausgeben, um 4 Gefolgschaftstreue zu erhalten. Ich denke, wir sehen auch hier, wie viel Gefolgschaftstreue wir bekommen. Ich denke, das werde ich mal machen. 20 Imperium, ja. Dann haben wir Gefolgschaftstreue 7, Kooperationspakt in einer Runde weniger. Gut.
Dann würde ich sagen, Ereignisprotokoll, nö. Runde beenden. Ein bekannter Herrscher ist dran. Ja. Und Tagbrei richtet. Alles klar. Jäger aus dem Jenseits. Aha. Eine kurze Zeit lang konnte dein Volk in diesem Teil der Wunder zur Ruhe kommen. Doch nun hallen panische Schreie durch die Straßen von Briswick. Wir sind dem Untergang geweiht. Monster aus dem Jenseits. Deine Speer treffen kurze Zeit nach dem Ausbruch des Tumults ein. Kreaturen aus dem Astralmeer wurden in der Nähe der Stadt gesichtet. Die Angst des munteren Halblinge schlägt schon bald in Zweifel um. Hatte Elend Strassford etwa recht? Hat deine Magie wirklich Kreaturen aus fernen Welten angelockt? Um dein Volk zu schützen und das Vertrauen in deine Herrschaft wiederherzustellen, musst du die Astralmeermonster in der Nähe von Briswick ausfindig machen. Okay. Ah, sehen wir diese schon? Nein, leider nicht. Wahrscheinlich sind sie dann irgendwie hier in diesem Bereich. Wir kriegen nichts ohne die Speerin. Wir können auch Imperium ausgeben, um Bevölkerung anzuziehen. Ich denke, ich bin jetzt aber erstmal saturiert. Kriegen auch Abzüge durch die Gebiete zu unserer Stadtstabilität. Da kann man aber auch später Gebäude bauen, die das beeinflussen. So, wir sehen, unsere Einheiten haben sich jetzt relativ gut geheilt. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Angriff. Ah ne, Briswick hat die Werkstatt produziert. Cool. Und wir können eine neue Produktion festlegen. Der Steinmetz wird uns noch mehr Produktion geben. 4 Runden dafür. Bibliothek ist auch schon verstärkt. Ah, Steinmetz ist dann schon verführerisch. Ich mag das, auf Produktion zu gehen. So, was haben wir hier für einen Tipp? Imperium? Nee, da weiß ich, glaube ich, Bescheid. Dann greifen wir mal das kleine Monsterversteck an. Das werde ich auch mal wieder selbst kämpfen. Gegen die Jagdspinne. Kämpfereinheit, Kämpfereinheit. Und das hier ist eine Plänkler-Einheit. Wahrscheinlich ein Fernkampfangriff, ne? Die Giftnadel, ja. Gut, ich habe Bock auf den manuellen Kampf, selbst wenn es eventuell schlechter sein sollte. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen schneller das Ganze auch machen können. Gut, die fangen an. Interessant. So. Unsere Pikeniere. Aha. Wir könnten versuchen. Wie weit kommen die? Das ist die Jagdspinne. Das ist dieser umrankte Diener. Mhm. Ich würde sagen, wir stellen uns vielleicht tja, wo stellen wir uns auf? Ich möchte natürlich unsere superen Standarten haben. Vielleicht stellen wir uns hier auf. Ja. Das finde ich ganz gut. Gut, das heißt Plänkler Nummer 1. Was hatte ich da eben gesagt? Dort machen wir zu. Okay. Das heißt, du kommst dahin. Plänkler Nummer 2 zieht dorthin. So Bogenschützen. Hier ist ein Feld, das uns Verschleierung gibt. Das ist cool. Du ziehst hier hin. Das gibt uns auch Verschleierung, alles klar. Du ziehst dorthin und du ziehst hier hin. So, dann stehen wir zusammen. Bollwerkstandarte oder die beruhigende Standarte. Ich glaube, hier werde ich die beruhigende Standarte anwählen, damit wir hier schon mal die Heilung auf unsere Nahkampfeinheiten bekommen. Ja, und dann werde ich... Tja. Hier einmal... Ja, ich denke, unseren Held zu buffen ist schon sinnvoll. So, die gestärkte Verteidigung und den gestärkten Widerstand. Ich glaube, angreifen kann ich nicht. Ich könnte heilen, das brauche ich aber nicht. Von daher gehen wir in den Verteidigungsmodus. Und warten ab, was die Gegner machen. Okay, cool. So. Ah, der kann hier gerade so nicht angreifen. Das ist ja blöd. Da haben wir Gegenschläge. Ja. Ich würde sagen, ich werde versuchen,
die hier im Nahkampf zu binden. So. Dann binden wir die hier im Nahkampf. Da haben wir 90%. Da haben wir 90%, okay. Dann greifen wir hier von dieser Flanke aus an. Okay, cool. Unser Held zieht hier rüber. Du ziehst dort rüber. Blendung hin. Und da hätten wir 70% auf diese Einheit. Die ist wahrscheinlich die gefährlichste. Und wir haben nur noch zwei Pips offen. Deswegen teilen wir unseren Schaden immer ein bisschen auf. Gut. So, wir könnten wählen den Verteidigungsmodus. Oder wir nehmen die neuen Schaden. Ich denke, ich entscheide mich für den Verteidigungsmodus. Und dann, ja, wir können zaubern. Das hätte ich dann wahrscheinlich vorher machen sollen. Ja, aber egal. Sparen wir ein bisschen Mana. Was war das denn? Das Netz. Okay. Ja. So lernt man auch draus. Der hat noch nicht Schaden bekommen. Die greifen an, wir kriegen aber den ersten Angriff. Okay. Ja, das hat reingehauen. Ich würde sagen, wir brauchen wieder eine Heilung. Dann zieht du doch mal dorthin. Du bist immobilisiert, nicht wahr? So. Du droppst mal eine beruhigende Standarte. Frage ist... Ja, du kannst dich nicht bewegen. Unser Held kann sich bewegen. Der hat aber auch keinen Schaden bekommen. Beruhigende Standarte gibt aber auch Moral. Okay. Das heißt, wir könnten uns hierhin bewegen. Du kannst den Kill holen. Das ist cool. Yes, das ist doch schon mal schön. Dann droppst du die beruhigende Standarte. Mit der Einheit hier greifen wir einmal an für die gespaltene Verteidigung. Dann ziehe ich mit meinem Helden einmal hier rüber. Zack. Und dann können wir hier den Angriff wagen. Nice. Oh, Moral. Okay. Dann nehme ich den Gegenschlag in Kauf. Das war sogar ein Crit. Ja, das ist okay. Oh, und dann gewinnen wir ja sogar schon. Hätten wir die ganzen Heilungszauber gar nicht gebraucht. Egal. Cool. Wir haben einen Stufenaufstieg auf unserem Helden. Sehr cool. Haben hier auch den Aufstieg zum Veteranen. Was gibt denn das? Plus 4 Lebenspunkte nochmal. Und dann schließen wir. Ein Magie-Raketenstab. Okay. Und 71 Nahrung, 101 Gold und 101 Produktion. Geil.
Ja, wir nehmen die Belohnung. Können uns dann hier wieder ins freundliche Gebiet zurückziehen. Dort nächste Runde heilen. Inspizieren unseren Helden. Wir haben einmal die Förderung. Ja, und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal gibt es diese Heldenfähigkeiten, die werden alle 5 Level freigeschalten. Dann haben wir den feudalen Lord, die Kriegskunst und die Kampfmagie sowie die Unterstützung. Cool. 25 Einnahmen durch Nahrung. Also das gibt einfach Sachen für unsere Stadt, wo wir Gouverneur sind. Kämpfen, Verteidigung, Sprint. Sprint ist nicht schlecht, allerdings sind wir jetzt auch nicht wirklich Nahkampffeld. Blitz heraufbeschwörer. Das würde sehr gut dazu passen, dass wir hier gerade diesen Magie-Raketenstab bekommen haben. Der Blitz ist. Unser Magiestoß ist vom Typ. Na, wahrscheinlich so heiliger Schaden. Kanalisierungsstärke, Magieangriffe machen mehr Schaden, Magiergeschick, okay, Widerstand. Was ganz cool ist, sind, glaube ich, erstmal diese Unterstützerfähigkeiten. Mehr Erfahrung pro Runde. Mhm. Das heißt, wir kommen schneller hier die Stufen hoch. Ewige Loyalität, standfest. Das heißt, unsere Einheiten können nicht sterben. Das ist ein Zauber, den wir, oder quasi ein Unterstützungszauber, den wir wählen könnten. Klarer Blick. Tatkraft. Ja, zusammenstehen. Ich glaube, ich wähle erstmal den erfahrenen Anführer. Relativ langweilig, aber ist für den Start, glaube ich, eine coole Sache. Dann leveln wir hier nämlich einfach schneller auf. So, wir heilen 25 P. Das heißt, hier unsere Stangenwaffeneinheit ist dann fast wieder voll. Ist ganz gut, denn wir wollen das Tempo hochhalten. So, möchte ich jetzt schon in den Untergrund? Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube, was wir machen, ist hier durch diese Stadtruinen zu ziehen. Was ist das denn? Geisterfalken. Ah ja. Da drüben haben wir auch Geistereinheiten. Dann hier. Da sehe ich Mana. Ziehen wir da mal hin. Ah, das ist auch geschützt. Ja. Na gut. Wenn ich hier die Stadt gründen würde, dann würde die wahrscheinlich diese Vatereiche bekommen. Das ist wahrscheinlich auch vom Spiel so vorgesehen, weil schaut euch an, wie viele Wälder hier möglich sind. Dann haben wir noch unsere Nymphe. Die kann sich nicht alleine damit anlegen. Könnte ich nutzen, um hier so ein bisschen noch zu scouten. Zumindest solange wir eh noch nicht hier in der Nähe sind. Ich glaube, nächste Runde können wir das hier kaputt machen. Ah, das ist auch die Quest. 250. Ja gut, da können wir sie brauchen. Es kann sein, dass wir da hinkommen. Ziehen wir da mal hin. Und beenden die Runde. So, Tag 4 bricht an. Ja, das haben wir ja schon erfüllt. Warte mal, eine Armee aus 6 Einheiten aufstellen. Nun hast du einen zweiten Speer, du wirst mächtiger. Ja. Okay. Gut, Verhandlung erfolgreich abgeschlossen. Wir haben den Kooperationspakt. Als nächstes kommt der Loyalitätspakt in 5 Runden. Da können wir wieder Imperium ausgeben. Ich spar das jetzt aber mal. Wir haben nämlich auch unsere Reichsentwicklung hier. Die hängt davon ab, welche Affinität man hat. Die Affinitäten hängen davon ab, welche Zauberbücher und so weiter man auswählt. Und wir können hier verschiedene Sachen bekommen. Wir haben, glaube ich, das hier schon freigeschaltet und könnten jetzt zum Beispiel das hier nehmen, die nutzbringende Integration, Gründung oder Übernehmen von Städten dauert 2 Runden weniger und neu gegründete Städte bekommen
mehr Bevölkerung. Ja, ich brauche es noch nicht unbedingt, weil wir jetzt noch nicht die Stadt gründen. Aber das sollte ich definitiv machen, bevor ich die Stadt gründe. Ich mache es einfach jetzt direkt. So, da gibt es auf jeden Fall noch richtig, richtig coole Fähigkeiten. Und je nachdem, wie viel Affinität wir haben, im Allgemeinen geht man immer weiter. Das ist quasi die Addition von den beiden. Und dann, je nachdem, was man an Zaubern auswählt, bekommt man in diesen Bereichen Punkte. So, wir sind halt gerade eher natürlich und ordnungsmäßig unterwegs. Genau. So, du bist hier. Wir können nicht mit diesem Stack angreifen, aber wir können gleich mit der Nymphe angreifen. Das will ich dann auch machen. Okay. Das machen wir aber als nächstes. Also das, damit warten wir noch ein bisschen, würde ich sagen. Hier möchte ich mal diesen Eichenbereich weiter erkunden. Okay, ja, wir sehen, überall stehen jetzt feindliche Armeen. Interessant, sieht also relativ besetzt aus. Dann möchte ich, glaube ich, mal in diese Richtung ziehen. Ah, jetzt habe ich diesen Mana, die Mana hier vergessen. Ziehen wir da gleich mal hin. So, wir könnten für 15 Imperium direkt eine neue Bevölkerung bekommen. Und wir können neue Einheiten produzieren. Ja. Ich denke, ein weiterer Bogenschütze wäre nicht schlecht. Da forschen wir ja schließlich diese Giftpfeile. Und ja, dann greifen wir hier an. Begegnung mit den Jägern aus dem Jenseits. Als du dich den Kreaturen aus dem Astralmeer näherst, wirst du ihrer grausigen Natur vollständig gewahr. Ja. Albtraumhafte Augen starren aus verstörend wallenden Gliedmaßen. Eine unheimliche Stille umgibt die Monster, während die Luft um sie herum vor geballter Magie knistert. Offensichtlich flößt der Astralsauger deinen Soldaten an Angst ein. Was tust du? Gut. Wir kriegen minus 10 Moral. Wir können ein Kopfgeld aussetzen und kriegen dadurch plus 10 Moral. Oder wir können Imperium verlieren. Tja. Ich glaube, ich werde diesen Moralverlust kompensieren können. Deswegen kämpfen wir auch mal so. Wahrscheinlich würde der automatische Kampf das schon regeln, aber ich glaube, ich mache auch hier den manuellen Kampf, einfach um auch mal ein bisschen zu üben. Ja. So. Wir haben ja 3 Support-Einheiten. Das sollte mit der Moral kein Problem sein. Gut, was haben wir denn für Gegner? Schauen wir uns das als erstes an. So, wir haben diese Astralsauger. Das ist eine Kämpfereinheit, Stufe 3. Okay. Immerhin aber nur ein Rekrut. Astralanziehung zieht eine Zieleinheit auf ein Feld, das an dieses Feld angrenzt. Ja, die Astralanziehung. Gut, Astralmembran. Wenn wir ihn angreifen, können wir, also im Nahkampf angreifen, können wir betäubt werden. Und wenn wir diese Einheit töten, dann heilen die Verbündeten im Umkreis. Das heißt, entweder wir... Und sie kann sich durch Hindernis bewegen. Entweder wir bringen sie sofort um. Naja, weil sie schwebt und ätherisch ist. Oder ganz am Ende. Dann haben wir noch diesen geringen Flutgeist. Der schwebt auf, ist ein Nahkämpfer, alles klar. Und hier hinten, nicht zu vergessen, ist ein Kampfmagier. Okay. Ein geringer Magiegeist. Elementar. Und der hat Feuerblitze. Gut. So. Tendenziell würde ich sagen, wir gehen in diese Richtung hier. Magisch aufgeladen. So, du hast Revitalisieren.
dieses Verführen. Okay. Ja, ich würde sagen, wenn wir uns hier hinstellen. Weil die Stangen einer, die kann nur bis dort. Ah, das ist schade. So. Dann machen wir hier einmal dicht. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Einmal in die Mitte. Ich hätte die Einheit, glaube ich, da anbringen sollen. Egal. Machen wir eine Bollwerkstandarte. Und mit dieser Einheit eine weitere Bollwerkstandarte. So, dann haben wir noch unsere Nymphe. Ich könnte revitalisieren. Da werde ich aber, glaube ich, nochmal abwarten. So. Und dann gehen wir in die Verteidigung. Schon mal, die kommen jetzt nah ran. Es wäre cool, wenn wir diese Magier-Einheit angehen könnten. Der hat eine Blitzschwäche. Interessant. Das heißt, wir könnten hier mit unserem unserer Magierakete dort schon mal gleich einen Kill holen. Ja. Ich denke, so wie sich das Battle jetzt zeigt, gehen wir hier direkt in den Frontalangriff. Ich hätte nochmal Streben nach oben machen sollen. Egal. Ich glaube, das passt auch trotzdem. Da drüben sind wir magisch aufgeladen, haben aber jetzt hier eine eher schlechte. Diese Astraldinger. So, eher. Er kann uns hier treffen. Macht das AOE? Nee. Kann Brennen hinzufügen. Können natürlich auch. Wie viel AP hat der? 55. Wir können auch natürlich versuchen, den zu fokussieren. 70. Kommen wir nur mit zwei Einheiten ran, ne? Das hier wäre eine Flankierung. Ne? Okay. 60%ige Chance. Aber stattdessen wird sie mit abgelenkt belegt. Warte mal. Astralsauger. Sind die gegen irgendwie sowas immun? Nee, das heißt, das könnten wir mal versuchen mit unserer Nymphe. 44%, 60%. Komme ich jetzt hier aus dem Modus wieder raus? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, du stellst dich mal hier hin. Ach, jetzt kann er das. Kann sie das ja nicht machen. Okay, na gut. Dann. Ach, da hätten wir mehr Schaden, ne? Gut. Verderbniswiderstand. Na, greifen wir die einfach mal an. Streiftreffer. Na ja, gut. Verzauberung entzogen. Aber. Hey, hey, hey. So, unser Bannerträger. Zieh mal nach vorne. Die haben auch Blitzschwäche, aber Geistwiderstand. Dann greifen wir dort an. Vielleicht kriegen wir die ja schon tot. 50%, 50%. 50, okay. Leider ein Fehlschlag.
Oh ja. Das haut rein. Das ist auch garantierter Schaden. Die vier einmal bitte hier drauf. So, dann können wir hier angreifen und den Kill holen. Das finde ich gut. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal. Es klingt nicht so clever, aber ich will hier ein bisschen Schaden machen. Und du verteidigst dich. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich könnte jetzt noch zaubern. Ja. Nee, wir sparen das mal nochmal. Okay, wir sind natürlich jetzt in seine Richtung, aber gut, den Schaden können wir, glaube ich, wieder heilen. Ja, leider ist unsere Einheit betäubt. Eieiei. Aber ich glaube, das passte vom Schaden. So, jetzt killen wir hier vielleicht einfach mal. Aha. Revitalisieren. Ah, der hat eine Abklingzeit. Ja. Interessant. Können wir, hier können wir auch flankieren. Machen wir das doch. Vielleicht kriegen wir ja gespaltene Verteidigung hin. Ja, das hat geklappt. Dann ich meine, wir können es ja mal versuchen. Auf wen sollen wir sonst wirken? Auf den könnten wir es natürlich wirken, aber dafür sind wir jetzt nicht. Wir haben tatsächlich die Gedanken gesteuert. Ah ja, cool. Dann können wir uns jetzt voll und ganz auf diese Einheit konzentrieren. Ah, hier ist leider betäubt. Ah, das habe ich aber jetzt vom Einheitenmanagement nicht so geil gemacht. Egal. Dann können wir hier mal eine Bollwerkstandarte auslösen. Du kommst da nicht hin. Na egal, wir müssen in diese Richtung. Nächste Einheit. Unser Held. Ja. Zauber mal deine Regeneration hier. Dann ist auch das Brennen behoben. Hier können wir jetzt dreimal angreifen. Zack. 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 So, dann haben wir noch die hier. Tja. Da können wir gar nichts machen. Dann beende ich die Runde. Okay, das geht alles in die temporären HP. Das klingt doch gut. Und mit unserem Astralsauger besiegen wir die Einheit. Ja, cool. Okay. Ja, da lohnt sich doch. Ja, wir haben ja auch nur 10 Mana Einkommen, deswegen will ich damit vorsichtig umgehen. Noch ein Zauberstab, Blitzschlag, alles klar. Und 69 Mana. So, wir können den. Nee, ah. Ah, wir hatten die Magie, Raketenstab und Zauberstab des Blitzschlags. Alles klar. Jäger aus dem Jenseits, das Nachspiel. Der Riss am Mana-Knoten summt wie ein arkanisches Echo, während die rohe Magie des Astralmeers wieder mit ihren astralen Strömen in Einklang kommt. Die astralen Eindringlinge wurden zurückgeschlagen und hinterlassen einen unheimlichen Eindruck, welche Gefahren jenseits von Adda lauern. Und dennoch wirst du das Gefühl nicht los, einen Blick auf etwas Großartiges erhascht zu haben. Wie durch ein Fenster, das sich zwischen den Welten geöffnet hat. Im Moment inspiriert dich und verleiht dir die Kraft, ein Objekt direkt aus dem Astralmeer zu beschwören. Okay, wir kriegen 116 Wissen. Können die Krone des Ruins bekommen.
Das klingt cool. Einen großen Mana-Kastall oder eine Eisspinne. Huh. Eisspinnen klingt auch nicht schlecht, aber ich... Loot geht, glaube ich, über alles. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Spiel, aber egal. So. Ach, wir hatten ja schon... Aber Stufe 3 ist besser als Stufe 1. Dann nehmen wir das. Bewegen können wir uns nicht mehr. Mit der Nymphe könnten wir uns noch ein Feld weiter bewegen. Ja. Zurück. So, wir haben unsere Giftpfeile fertiggestellt. Das ist eine Einheitenverzauberung. Für physische Fernkampf-Standardangriffe. Die fügen Verderbnisschaden hinzu, verursachen aber weniger physischen Schaden. Okay. Dann können wir eine neue Forschung auswählen. Beharren. Das Rittersiegel. Alle Einheiten außer feudalen Einheiten. Alles nicht so geil, habe ich das Gefühl. Ich werde mal mischen. Giftklingen, okay. Da hätten wir den umrankten Diener. Dann nehme ich den mal. Ach, jetzt habe ich das hier, weil ich den Flüsterstein nie hatte. Warte mal, wir nehmen den mal zurück und geben den dann wieder. Haben dann damit... Das so, und wir können außerdem handeln. Astraltau gibt uns Weltkarten-Zauberpunkte. Zu denen, die haben wir noch gar nicht gemacht. Wir könnten jetzt nämlich hier Sachen wirken. Wirkkosten 90. Okay. Finde ich jetzt aber erstmal nicht so spannend, diese Giftpfeile, muss ich sagen. Lassen wir das erstmal. Und beenden unsere Runde. Tag 5. Gut, du. Syndriens Ruf. Seit deiner Ankunft im Tal der Wunder hast du selbst im Wachzustand immer wieder Visionen. Nun erscheint dir eine entschlossen dreinblickende elfte Dame. Seid gegrüßt, Hambinger. Ich bin Syndrien aus dem Hause Inioch. Mein Volk bewacht dieses Tal bereits seit ewigen Zeiten. Sein Schicksal ist auf Gedeih und Verderb an das unsere gebunden. Wir beobachten euch bereits seit einiger Zeit. Andere mächtige Golia sind eurer Ankunft ebenfalls gewahr. Eure Essenz strahlt Konflikt aus, aber auch Potenzial. Hört, was ich zu sagen habe, wenn ihr mit eurem munteren Halbling hier nicht euer Ende finden wollt. Okay. Der Pyromant Diaka hat sich befreit und ist nach Adler zurückgekehrt. Sein Blick ist auf das Tal heruntergerichtet. Er nährt seine infernalische Stärke und duldet keine Konkurrenz, besonders nicht durch einen unerfahrenen Magier wie euch. Ihr müsst den Funken der Magie nähern, der in euch erwacht ist. Macht euch die Kräfte des Turms der Schicksale in der Nähe zunutze, bevor Jaka es tut. Wenn ihr euch nicht vorbereitet, wird Jaka eure Siedlung in Schutt und Asche legen. Syndrien rät ihr, den Turm der Schicksale, okay, das ist ein altes Wunder, in der Nähe zu erkunden und seine Kräfte zu nutzen. Wir können den Auftrag annehmen, das gibt uns Beziehungen oder ablehnen. Nö. Das nehme ich an. Haben wir die irgendwo getroffen? You have reached the overview map. Okay. Es gibt noch hier diese weitere Karte. Ah, da ist der Turm der Schicksale. Gut. In die Richtung ziehen wir ja prinzipiell sowieso. Unbekannte Strand. Okay. Gut. So, Brissweg. Wir können expandieren. Was wollen wir denn als nächstes bauen? Bibliothek. Wir können auch das Rathaus machen. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, unsere Bannerträger sowie Verteidiger. Oh ja, eine Schildeinheit wäre noch, glaube ich, ganz gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns das, die Burg. Wir können das Ganze auch direkt kaufen und tja, hier kann ich noch nicht integrieren. Wir könnten hier einen Forschungsposten wählen. Ah, der gehört zu Penwick. Okay. Penwick hat hier den Forschungsposten gemacht.
interessant. Fischerei. Wir haben noch keinen Steinbruch. Das hier wäre ein plus 5. Würde ich sagen, machen wir hier einfach mal den Steinbruch, oder? Da kriegen wir die Weideflächen auch. Oh. Das sind halt plus 17 insgesamt, ne? Das ist schon cool, wenn wir hier noch eine Farm haben. Ich glaube, ich hole mir hier noch eine Farm und werde dann als nächstes einen Steinbruch bauen. Okay. Gut, wir können einen Zauber zaubern. Genau, diese Giftpfeile. Ja. Ich lasse das erstmal. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, beende ich diese Folge. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Natürlich ein neues Spiel, da muss man ein... Ich spiele mal ein bisschen langsam und kann ja auch kurz in den Hintergrund gucken. Da sehen wir noch nicht viel, außer da diesen Eingang. Aber das ist prinzipiell auch noch alles zu entdecken. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich versuche den Turm der Schicksal. Das ist ein goldenes altes Wunder, okay. Okay. Das scheint also schwieriger zu sein. Würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal... Ach, das hier ist auch ein goldenes altes Wunder. Naja. Nützt ja nichts. Egal, wir gucken mal, was als nächstes geht. Und sehen uns dann wieder. Euer Flo. Tschüss.